Herzlich willkommen, meine lieben Strohhut-Samurai. Ich hätte fast Samurai-Piraten gesagt, aber wegen Strohhut, wisst ihr? Bravo, One Piece? Ja, genau, braver Nobu, aber dich muss ich jetzt erstmal hier stehen lassen. Denn da hinten ist ein mongolisches Lager, was wir erstmal ausrotten wollen. Um auch gleich meine Wut an der Technik auszulassen. Ja, ich hatte nämlich Technikprobleme. Ich konnte die PlayStation nicht mehr aufnehmen, beziehungsweise hat das Programm immer nur grünes, flackerndes Bild gezeigt. Ich glaube, ja, so ein Spalt war zu sehen. Alles andere war dann flackernd und immer irgendwelche Soundaussetzer, ganz, ganz merkwürdig. Aber jetzt irgendwie habe ich es hinbekommen. Fragt nicht, warum, wieso. Die tragen alle einen Helm hier, ne? Na gut, dafür habe ich ja was. Ist ja sogar der richtige Bogen. Sehr gut. Das. Nee, Sprengfall nicht. Ich muss den Hund noch ausschalten. Auch der ist ausgeschaltet. Sehr gut. Da wird trainiert. Den holen wir da gleich mal ganz schnell vom roten Ross da. Herausforderung, nein. Vom hohen Ross. Sag mal, was ist denn heute los? Jetzt habe ich mich da auf dieses rote Blumenfeld. Ach. Ich höre auf, mich zu ärgern. Es ist einfach zu viel passiert in letzter Zeit, das mich wirklich geärgert hat. Dabei wollte ich immer aufnehmen, aber dann hatte ich dann danach immer keine Lust mehr gehabt, weil das alles nicht so funktioniert hat und ich wusste nicht mehr weiter. So. Niedermetzel. Zack. Wissen die jetzt Bescheid? Ist jetzt Alarm in der Basis? Nö, sehr gut. Ich wollte schon sagen. Kann ich das kaputt machen? Komm schon. Ne, geht nicht. Eisen nehme ich gerne mit. Es gewittert das auch schon wieder, weil ich hier so kaltblütig bin. Macht nichts. Der müsste mich eigentlich sehen, ne? Puh, da habe ich Glück gehabt. Kommt der hier? Hui! Hui! Ach, das ist ein Strohhut-Typ. Suchst du mich? Stirb, Verräter! Das war nichts. Ah, shit. Oh, was geht hier ab? Dann räumen wir auf. Oder auch nicht. Zack. Ach, komm schon. Ich muss den Hund loswerden. Halt dich noch lange nicht aus. Das war's? Sehr gut. Uff. Das war nicht so geplant, dass ich da aus dem Fenster springe. Na, macht nichts. Hat ja doch geklappt.
Außer dass es plötzlich ein nach dem anderen auf den Deckel gab. Ein mongolisches Artefakt. Mongolische Bomben. Okay, interessant. So, hier ist noch was. Das nehme ich mit. Alles mitnehmen, was geht. Ja, was? Rauchbomben, auch Bomben. Weiß gar nicht, wie sieht das dann eigentlich aus? Wurfglöckchen. Schwarzpulverbomben haben wir auch. Sind das die gleichen? Wie die mongolischen Bomben? Ja, ich brauche unbedingt halluzinogene Pfeile. Da ist die Frage, ob ich die echt nur kaufen kann. Weil Kunais und so kriege ich ja von den ganzen Leuten hier. Aber dann ist das Gebiet hier safe. So, das. Ich würde sagen, die drei Fragezeichen nehmen wir hier noch mit. Und dann geht's zu Yuna. Wo wir ja eigentlich im letzten Part aufgehört haben. Aber durch dieses ganze Rumprobieren und Rumtesten habe ich natürlich Orte gesucht. Oh, ein Fuchsbau. Da ist er. Dann los. Los jetzt, Nobu. Da ist er. Man sieht ihn hier gar nicht. Wildschweine interessieren uns nicht. Die rennen ja sowieso weg. Ist das hier? Yep. Ich bin vor dir da, Fuchs. Haha. Als Belohnung darf ich dich streicheln. Ja, da ist er. Streicheln. Ganz wichtig. Da rennt er weg. So, das wäre dies. Dann diesen. Dann machen wir einen friedlichen Aus. Das hoffe ich. Also, das wäre ein wirklich ekliger Plot-Twist, wenn Nobu sterben würde. Ach, hier willst du nicht weiter? Okay, hier glitsche ich nur rum. Kannst da nicht drauf stehen? Okay, das ist also wieder so ein Tempel, wo wir den richtigen Weg finden müssen, ja? Kein Problem. Ich würde sagen, das ist hier vielleicht so eine Nische, wo man durchklettern kann, aber nein. Vielleicht andersrum umgehen sollen. Egal. Wir haben mehr Zeit. Das sieht nach Eingang aus. Auch nicht. Überall diese kleinen Nischen. Aber nirgendwo können wir uns durchdrücken. Na gut, dann machen wir das so. Hier lagen ja die Vorräte. Die lagen ja nicht mit Absicht hier. Das ist tatsächlich ein kleiner Hinweis gewesen. Aber egal. Ein bisschen Bewegung schadet uns nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir schon zurückgelegt haben.
Der Greifhaken ist eine gute... ist ein gutes Equipment, was wir bekommen haben von dem guten Taka. Nein! Ach, Jin. Kann ich schummeln? Kann ich? Nee. Also wieder von Anfang. Da bin ich mal gespannt, was wir für ein Talisman finden. Talisman von Tsukuyomi. Talisman des Mondkamins. Okay, das ist ein großer Talisman. Ah, ermordete Gegner lassen zusätzlich Munition und Vorräte fallen. Nö. Brauchen wir eigentlich nicht. Welcher ist denn der Fuchs-Talisman, den wir aufleveln? Ist es der hier? Ich weiß es gar nicht. Egal. Ich habe ja eigentlich meine Talisman so, wie ich gerne hätte. Weil die Talismänner, wie wir sie jetzt haben, das ist eigentlich relativ gut. So finde ich. Also die Balance ist sehr gut. So, das wäre dies Fragezeichen. Dann hier. Die sind ja alle dicht an dicht. Na gut, so dicht halt auch nicht, aber... Ist das ein Legendenerzähler? Die nerven schon fast. Laut Ryuzo seid ihr der größte Schwertkämpfer, den er kennt. Das musste ich selbst sehen. Ah, verstehe. Ein Attentäter. Warum habt ihr euch den Mongolen angeschlossen? Warum? Ihr solltet ihm besser Glauben schenken. Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Duell inmitten der Spinnenlilien. Mal zeigen, ob Ryu so gelogen hat oder nicht. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Ihr werdet müde. Ja.
Ach Mann, dieses Blocken, ne? Ich hab was Schönes für dich, was hältst du davon? Windtechnik. Ihr kämpft gut, doch es ist vorbei. Ihr habt die falsche Seite gewählt. Schade, dass er da nicht direkt drauf springt. So. Jetzt aber zum richtigen unentdeckten Ort. Ich weiß gar nicht, wie viele Duellanten gab es noch? Ah, ein Haiku. Sehr cool. Nach dem Kampf gönnen wir uns eine mentale Pause. Beharrlichkeit. Fehlt mir alles irgendwie nicht so wirklich. Machen wir das. Laternen des Nachts. Die Wunden werden tiefer. Bewacht von Weisheit. Stirnband der Behaglichkeit, ja. Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich habe das diesmal auch nicht vorgelesen. Ich habe einfach zu viel darüber überlegt, was ich jetzt davon nehme. Weil das andere war immer so ein bisschen schlüssig für mich. Auch so ein bisschen, sag ich mal, genommen anhand von Erlebnissen, die man selber gemacht hat. Ja, dann würde ich sagen, können wir Juna Schnellreise? Können wir nicht. Nehmen wir den Legendenerzähler als Schnellreise. Eben noch gesagt, dass die nerven. Und jetzt... Ja, Mongolen. Ja, wir wissen es. Aktuell interessiert mich das mit den Legendenerzählern nicht, aber vielleicht am Ende des Let's Plays. Mal gucken, wenn wir die Hauptstory durch haben. Das soll ja angeblich auch einen Story-Modus haben. Ich finde da bestimmt jemand, der mit mir den Legenden-Modus auch noch bestreitet. Aber ich möchte es noch nicht festigen. Lasst euch da einfach mal überraschen, was kommt und was nicht kommt. Jetzt erstmal zu Juna. Da, wo der letzte Part geendet hat. Da bist du ja. So, Juna. Ja, nach vieler Technik, Spielerei und Problem, aber los geht's. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Leiser Tod. Stimmt, wir müssen ja noch jemanden rauslocken. Alles gut, Juna?
Du musst das nicht tun. Ich kann das auch bestimmt alleine machen. Eine Botschaft an alle, die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Jean, ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jin. Für Tucker. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Jin, wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Das habe ich vor. Okay, Yuna, bleib zurück. Das ist ja auch kein Problem. So, im Schlaf. Ohne dass ich entdeckt werde. Kein Problem. War er das? Du hast eine Wache getötet. Okay, das darf ich nicht. Ja, gut. Ach, lass die Wachen. Ach, so gut. Okay, ich hätte es vielleicht lesen müssen. Okay, kein Problem. Gut. Dann muss ich sie nur finden, die ich töten soll. Richtige Stealth-Mission, ey. Vielleicht sollte ich das Windglöckchen parat haben. So. Aber ich kann die Leute doch auch hier nicht zurücklassen. Oh, Alter. Verrat mich nicht. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen? Wen ich hier töten soll? Im Schlaf, dann pennen die doch, oder was? Müssen die sich ja in den Hütten aufhalten. Ja, da müsste ich. Ob das einer davon ist?
Vielleicht. Ich würde es einfach mal wagen. Ich nehme euren Kopf. Der Rest ist für die Insekten. Oh, nimm meine Trophäe mit. Oh, ja. Schneidet ihr jetzt wirklich den Kopf ab? Kopf eines Verräters. Okay. Schön in einen Beutel gepackt. Noch zwei Brüder. Wie die das nicht interessiert, oh, verdammt. Das ist bestimmt auch einer von denen. Komm, hier gibt es eine Möglichkeit, bestimmt reinzukommen. Bitte, bitte, bitte. Na gut, nehmen wir die Tür. Ist er schon wieder hier? Jo, ist er. Ihr verdient Schlimmeres. Jetzt euren Kopf. Ja, auch den nehmen wir uns. Aber das ist ja nicht richtig leiden lassen. Ein Bruder übrig. Tut mir nichts. Wer weiß, was der... Ich sag es niemandem. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Ich will euch auch gar nichts tun, ich will euch retten. Windglöckchen. Das möchte ich gerne mitnehmen. Ist voll. So, dann ist da der Letzte. Aber das ist nicht im Schlaf, weißt du? Sie ist im Schlaf. So. Hui! Arvo! Mal sehen. Aber da kommt man nicht aus der Hütte raus, oder? So. Mit den Mongolen könnten wir die Hauptstraßen übernehmen. Die Handelsrouten. Du übernimmst gar nichts mehr. Kopf für eure Grausamkeit. Mit dem Kopf. Elender Verräter. Das war der Letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Das ist kein Problem. Ja, das war doch easy. Nachdem man weiß, was man zu tun hat. So, Yuna. Wo bist du? Versteckst dich ziemlich dicht am Lager, ne? Ist keine gute Idee. Hast du es geschafft? Ja, habe ich. Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Pflegen.
locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Ja, aber wieder haben wir ein bisschen was über Yuna erfahren. Interessant auf jeden Fall. Ich werde sie rauslocken. Und sie kommt sofort. Eine Frau, eine Frau, eine Frau! Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Werde ich tun, Yuna. Werde ich tun. Der leise Tod. Oh, fast ist unsere Legende wieder voll. Talisman der Verborgenheit. Gegner geben 40% schneller die Jagd auf. Ja gut, ach, das brauche ich nicht. Kleidung. Nur verbessern. Kusakus Rüstung verbessern. Später. Ja, stimmt, dann können wir es auch mal angucken. Da ist es. Auch nicht schlecht, aber ich bleibe erstmal bei der Kombi. Die ist irgendwie cool, passt irgendwie. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und mal gucken, was dann so ansteht. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Nebenquests. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, mit weniger Problemen. Ciao, ciao.